Kapitel 2 – Geschundene Erde. Neun Monate zuvor. Anna studierte Tiermedizin, als der Krieg ausbrach. Die Deutschen standen nur noch 30 Kilometer vor Paris, als ein Brief ihres Vaters sie erreichte. Er sei bei guter Gesundheit. Doch bitte er sie inständig, das Ende des Krieges abzuwarten, bevor sie nach Hause kommen. Geduld gehörte nicht gerade zu Annas Stärken. Okay, und jetzt können wir Anna spielen. So, ich guck mal ganz kurz, wie lange die Aufnahme schon geht. Okay. Ein bisschen was können wir noch spielen. So, werfen können wir hier nichts, ne? Kann man die hier irgendwie rufen, den Vogel? Nein, kann man nicht, okay. So, ein bisschen Kohle. Dann erstmal hier umgucken. Hier liegt doch bestimmt irgendwas hinter. Nein, okay, schade. Aber hier ist wieder was. Und für die Tür brauchen wir den Schlüssel, okay. So, dann... Ich will da hinten die Uhr haben. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich denke mal, wir kommen nachher auf die Straße und dann können wir die da einsammeln. So, jetzt muss ich den Vogel allerdings natürlich richtig treffen. So, gut. Okay, mal gucken. Hier ist wieder irgendein Zettel. Und hierzulande scheint noch alles ganz in Ordnung zu sein. Ah, nee, hier sind auch schon die Soldaten. Die fahren hier also wirklich alle mit Taxis durch die Gegend. Und hier liegt die Taschenuhr. Die ganzen Soldaten sind alle in Taxis unterwegs. Okay. So, was haben wir hier? Irgendeinen roten Knopf. Da ist ein roter Knopf. Okay, so, und jetzt brauchen wir ein Rad, glaube ich. Gut, das war nicht schwer. Da hinten liegt noch ein Zeitungsblatt oder sonst was, was wir auf jeden Fall noch einsammeln können. So. Muss man das noch festschrauben? Nein, okay. So, und wir haben tatsächlich mal alle gefunden in einem Level. Und wir brauchen etwas mit einem... Ach, hier liegen jetzt die ganzen Schlüssel, okay. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall das. So, das nehme ich dann erstmal. Und zwar brauchen wir das hier. So. Okay, Wasser oder sowas brauchen wir. Das kriegen wir ja dann hier. Und dafür benötigen wir den hier. Okay, so. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein Becherchen. So, was haben wir hier noch? Hier sind bestimmt noch irgendwo Sachen. Ach da, die Mutter, die Handfläche. Okay. Was? Ich hoffe, das war richtig. Ich glaube schon. Okay, gut. So, dann nehmen wir uns das hier mal. Und laufen wieder raus hier zum Wasser. Okay, wir kriegen hier einen Tagebucheintrag nach dem nächsten. So. Jetzt schon wieder einen neuen. Also wie gesagt, es ist einfach zu viel, wenn ich die alle vorlesen müsste. So, und jetzt können wir hier mit den ganzen Soldaten fahren. Okay. Hier Need for Speed. Oh, verdammt. Das Auto lenkt allerdings recht langsam. Oh, okay, das war knapp. Oh, verdammt. Okay, die Autos kommen hier also so mit der Musik passend.
Okay, das war knapp. Nein. Okay. Das hier ist alles ziemlich knapp mit dem Ausweichen. Okay, schade. Ich dachte, wir müssen die rammen, dass wir da wieder die Straße frei haben. Sieht aber nicht so aus. Ach, die Grünen können wir rammen, oder was? Nein, was? Wollt ihr mich verarschen? Sehen die nicht, dass hier vier Soldaten auf dem Wagen draufhängen und die fallen hier so kacke Zickzackkurven? Das kann ja wohl nicht denn ihr Ernst sein. Und es geht weiter. So, immer wieder schön in die Mitte zurückfahren. Okay, gut. Und das Lied ist zu Ende und das Level auch. 7. September 1914. Die Taxis fuhren die ganze Nacht hindurch. Anna war stolz, Soldaten an die Front bringen zu können. Als Anna schließlich ihr Ziel erreichte, erblickte sie die schreckliche Realität mit eigenen Augen. Und hier liegen die Leichen auf dem Boden. Und was ich euch schon mal sagen kann, die hier, die will wirklich jedem helfen, egal ob Freund oder Feind. Und jetzt kommt wieder das Minispielchen, oder? Ein anderes Minispielchen, okay. Oh, verdammt. Okay, nochmal. Das ist ein bisschen kompliziert, auf das Kreuz zu gucken. Und gleichzeitig auf das, wann wir drücken müssen. Gut. Ja, okay, den haben wir verarztet, auch wenn wir am Anfang ein bisschen verkackt haben. Aber so lange lebt. 7 Monate vergingen, während derer sich Anna mit unerschütterlicher Hingabe dafür einsetzte, das Leid der verwundeten Soldaten zu lindern. Jedes gerettete Leben bedeutete einen kleinen Sieg über den Krieg. Doch der Krieg wütete weiter. Und ihr habt es gerade schon gesehen, da standen auch feindliche Soldaten, die die Anna hier gerettet hat. Okay, wir sollen jetzt ein paar Leuten helfen. Ich weiß nicht, ob es hier auch Gefahren gibt in dem Level jetzt. Wir brauchen eine Säge. Was, wofür brauchen wir eine Säge? Okay, ich schnapp mir mal hier die alten Socken. Was kann man damit nur machen? Ich weiß es selber nicht im Moment. So, hier, da ist die Säge, okay. Und hier hinten, da lag noch was. Komm, die hat sich auch gerade gebückt. Okay, offensichtlich nicht. Und jetzt kommen wieder Minispielchen, die machen eigentlich auch ganz gut Spaß. So. Was schneiden wir dem da durch? Oh, verdammt. Das würde mich immer interessieren, was wir dem da gerade durchgeschnitten haben. So, okay. Und wieder einem Menschen geholfen. Gut, so die Säge könnten wir rein theoretisch wieder mitnehmen. Dafür brauchen wir es auch, aber offensichtlich nicht. Okay, dann gehe ich mal wieder raus. Ich gehe erstmal zu denen da hinten. So, okay, für den müssen wir jetzt hier Wasser holen. Könnte ich mir denken. Gut, okay. Und jetzt müssen wir da hinten dem Typen auch eine Krücke holen. Hier kommen wir allerdings nicht durch, okay.
So, wer braucht hier eine Krücke? Der. Okay, ich denke mal, hier werden wir nichts finden. Kommen wir hier durch? Gut, kommen wir. So. Dann haben wir da schon mal das Wasser drin. Boah, hier gibt es auch viele Rätsel auf einmal. Muss man sich mal alles merken. Hier, dass hier noch ein Baum steht. Der eine Typ braucht noch Krücken, aber wir machen jetzt erstmal den da hinten, der das Wasser braucht. Dass wir hier eins nach dem anderen erledigt kriegen. So. Gut, der hat das Wasser. Was haben wir hier denn? Wieder irgend so ein komisches Teil gefunden. Da geht's noch runter, das habe ich gesehen. Für den soll jetzt noch einen Grabstein holen. Wahrscheinlich müssen wir dazu den Baum fällen. Können wir dem so direkt helfen? Nein. Okay, ich laufe jetzt einfach mal komplett weiter hier. Hier haben wir noch ein Kreuz, okay. Dass wir den Soldaten jetzt dahin ziehen müssen. Hier sind lauter kräftige Soldaten und die Frau soll hier den Grabstein quasi schleppen. Okay, und ihr seht schon da im Hintergrund, tausende Gräber sind hier. Und hier haben wir die Krücke, beziehungsweise die Schaufel. So, okay, was gibt's hier unten? Gibt's, da liegt noch wieder was. So, haben wir hier auch schon fast wieder alles gefunden. Und das ist echt krass mit den ganzen Gräbern da hinten. Das ist zwar nicht so in Wirklichkeit passiert, alles 1 zu 1, aber vieles davon stimmt schon mit der Realität überein. So. Jetzt haben wir nur noch einen, den wir verarzten müssen. Hier beim Auto können wir nichts machen, nur die Säge wieder mitnehmen. Ach ja, stimmt, wir haben da hinten hier noch einen Baum. Den können wir damit, denke ich mal, fällen. Ich weiß nicht, wozu wir die noch brauchen werden. Wahrscheinlich brauchen wir den Schal da hinten, um den Arm von ihm zu verbinden. Genau, so wird es sein. Okay. So. Ich finde das ein bisschen blöd, dass man immer nur eine Sache mitnehmen muss, weil dadurch wird es ja nicht wirklich schwerer. Es dauert halt einfach nur alles länger. Und das ist halt nicht gerade so gut, vor allem weil ich das Let's Play hier auch wieder recht schnell durchkriegen will, weil in einem Monat kommen wieder neue Spiele für PlayStation Plus Nutzer und dann fange ich, denke ich mal, wieder ein neues Let's Play an, außer es ist wirklich nur Schrott dabei. Und ich muss nur einmal drücken, wow. Und ich kriege jetzt wahrscheinlich bald auch besseres Internet endlich. Das heißt, es könnte gut sein, dass bald mehr Videos kommen, vielleicht ein Video pro Tag oder so wie jetzt auch, nur halt zwei Videos anstatt eins. Aber das sehen wir dann. Ich weiß auch noch nicht, wie viel besser das Internet dann sein wird. Ich weiß nur, dass wir jetzt hier eine neue Leitung haben. Und es wird auf jeden Fall besser. Wie viel kann ich allerdings nicht sagen. So, hier unten liegt jetzt noch einer unter der Brücke. So, einer von den feindlichen Männern. Und den können wir zum Glück direkt verarzten, da müssen wir nicht wieder durch die halbe Welt laufen. So. Okay, wir müssen ihm hier die Patrone aus dem Arm entfernen, so wie es aussieht. Und ich muss sagen, das Minispiel hier oben macht mir eigentlich schon recht gut Spaß. Ich hoffe, das wird noch schwerer. Aber es ist nicht so langweilig, wie es wahrscheinlich aussieht. Die französischen Offiziere unterhielten sich über Belgien. Die deutsche Armee schickte sich an, eine neuartige Waffe zu testen. In der Nähe von Ypern, Annas Heimatstadt. Mama,